Das Wort Diesel ist ja gerade nicht so beliebt. Der Selbstzünder steckt in Problemen. Wir hätten da einen anderen Vorschlag. Den Kia Niro Hybrid. Der ist ein schmucker Crossover, irgendwo zwischen Kompaktkombi und SUV, ungefähr so groß wie ein Opel Mokka. Geschmackvoll eingerichtet und mit viel Platz. Der Hybridantrieb besteht aus einem 1,6 Liter Benzin-Direkteinspritzer mit 105 PS und einem E-Motor mit 44 PS. Lithium-Ionen-Polymerbatterie und 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe inklusive. Damit fährt sich der Kia flott und handlich. Das System funktioniert reibungslos und unauffällig. Nur manchmal, wenn man es dann doch zu sportlich angeht, geht auch beim Schalten ein kleiner Ruck durch den Antrieb. Egal, insgesamt entsteht ein lebhafter Eindruck und das kann man ja nicht von jedem Hybriden behaupten. Und Kia verspricht auch einen Verbrauch von nur 4,4 Litern auf 100 Kilometer, wenn er auf 18 Zöllern steht. Das müssen wir natürlich nochmal genau nachmessen, aber los geht's bei uns im September. Über Preise möchten die Koreaner noch nicht so gerne reden, wir rechnen aber mit etwa 26.000 Euro. Zum Vergleich, einen Toyota Prius gibt's ab etwa 28.000 Euro.